zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier immer noch bei Poppy. Ich habe nur zwischendurch eine Aufnahmepause gemacht, aber wir sind noch am gleichen Tag. Ich dachte, sie stand hier schon rum, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich habe hier nur eben die Pilze eingesammelt. Naja, dann warten wir mal auf sie. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie hier eben schon rumstand, aber ich habe einmal kurz das Spiel ausgemacht und das Exportieren von dem letzten Video von der Folge von das müsste dann gestern gewesen sein. Damit das schneller geht, habe ich alles ausgemacht. Aber da war sie doch da, dachte ich. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Gute Wenn Idee. du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Würde Wie nie kommt sie denn passieren. nur darauf? Hier lang. Ja, also sie war definitiv schon da in der letzten Folge, und hat schon gesagt, boah, was ist mit Wolkenschwinge los und so. Ich erinnere mich. Also sie war auf jeden Fall da. Keine Ahnung, ob jetzt nach dem Laden einfach die Spielzeit ein bisschen, keine Ahnung, früher war. Früher am Tag oder ich weiß nicht. Ein Centaur. Rennen können Sei wir übrigens nicht. vorsichtig. Ein Centaur. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Ich gehe schon mal, ne? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Okay, dann dürfen wir jetzt weiter. Revelio. Ja, kommst du mit? War ich zu weit weg, war? Er war Kannst du nicht so durchaus gut? charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Vermutlich. Revelio. Scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, hoffen wir mal nicht, dass es im Wasser ist. Dürfen wir wieder nicht rennen. Revelio! Oh, da waren noch diese Blutegel, genau. Wie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Verstecken wir uns? Das wusste ich nicht. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Hä?
Oh. Wo haben wir das denn her? Stand das da rum? Hab ich gar nicht gesehen. Revelio. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte... Frage. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Felle. So schnell eben. Arme Tierwesen. Ja, die Armen. Das sieht zwar aus wie ein Fuchs und keins, was ich hier so gesehen habe, aber besser macht es das auch nicht. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Okay, wo lang? Hier? Ja? Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Gute Frage. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Wir schleichen. Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Revelio. Wir schleichen uns an. Natürlich schleichen wir uns an. So, da vorne ist auf jeden Fall schon mal links einer. Kommen wir jetzt an irgendeinen ran, ohne gesehen zu werden hier? An dem da oder so? Vielleicht? Da fällt der Kostet Thanos. Hat keiner gesehen? Nee, 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 ist klar. Da stehen zwei. Vielleicht können wir da aber trotzdem ran, ohne dass es einer von den anderen beiden da jeweils merkt. Hat er mich nicht gesehen? Mann, du solltest mich nicht sehen! Bombarder-Test verlangt. Confringo, ist nur Moment. Ozio. Ja. Immer wieder runter. Ja, pass doch nicht mal meinen Arzt auf. Okidok, das mit dem Verlangsamen von einem brennenden Gegner. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister Revelio. Was geht hier vor? Gut, tja, finden wir es raus. Waren das jetzt schon alle? Ich habe das mit dem Verlangsamen nicht gemacht. Irgendwie war dann doch schneller alles tot, als ich dachte. Ich dachte, wir haben da noch einen, dass wir einen übrig lassen quasi, aber... Funktioniert. Hier steht aber hier Kram rum. Irgendjemand macht hier viel Geld, ne? Revelio. Alles abgeholt. Ja, sieht so aus. Dann können wir ja mal da reingehen. Betritt das Zelt. Zelt, wilderer Zelt. Ja. Kleines Popelzelt. Mal gucken, wie groß es da drin ist. Was? Bei Merlins Ort? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen.
aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Das stimmt wohl. Jetzt wäre ich wirklich gern. Hey, Danny, guys. Was hat Victor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Was ist da los? Hat keiner gesehen. Da geht's nicht rein, ne? Die Armen, ich halte ja nicht so viel von Tierkämpfen. Nicht zu sagen, gar nichts oder im Gegenteil. Kriegsdrachen sind besonders nicht als Ansicht. Ich hätte auch gerne einen Drachen. Ich hätte wirklich gerne einen Drachen. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Stimmt. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich wollte. Nicht leise. Ich hab das schon gedrückt, Mann. Da muss was gestupst werden. Was war das denn doof? Warte mal ganz kurz. Das hier ist doch Depulso. In der Luft etwas zu schleudern. Ach, zu spät schon? Haben wir das gemacht? Das einmal benutzt, aber das hat wahrscheinlich nicht so funktioniert. Wahrscheinlich nicht aufmachen können, wie ich fürchte. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Gemein. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Das machen wir auf jeden Fall. Sieh, Revelio. Wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Ja, wir nehmen das Waffen eigentlich mit. Darf ich hier erstmal die anderen Sachen vielleicht einsammeln? Sogar in den Hundas. Da war schon, ne? Oh, das andere war A und D. Und in der Mitte gucken. Ja. Ei. Wir müssen das Ei mitnehmen. Das Ei. Das Ei. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Gerade laut. Hier kommt ihr nicht her. Was super!
einen von uns und zwei Mädchen. Zeit. Das sieht doch... Achso, guck mal, ist ja schon da. Also, das hier. Ah, so, Moment. Entstelle ich auf. Platz. Da, ich kann nicht. Ja, wir haben keine Zeit. Wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommt. Ja, mach ich. Warte, ich beeil mich. Achso, wir müssen das mit Dings machen. Ne? Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Den, die müssten wir verlangsamen. Das sind die Henker. Sind die jetzt mit frei? Ich hatte das Gefühl, die Musik war super laut. Das war sonst nicht so. Oder ist noch sehr das laut? Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Ja, kein Wunder, dass er uns hasst. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer. Zumindest vorerst. Fliege. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Meinst du, die Wilderer könnten sich rächen wollen? Nach all dem Ärger, den sie mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen.
Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt, wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Auftrag abgeschlossen. Kommen jetzt Briefe? Vielleicht, ne? Gucken wir mal auf die Karte, wo wir überhaupt, was wir jetzt überhaupt machen müssen. Wir treffen uns auf jeden Fall im Schloss. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Das können wir ja schon mal... Obwohl, nee, wir gehen erstmal noch nach Hogsmeade beim nächsten Mal. Damit ich das nicht vergesse, porten wir uns jetzt einmal dahin, damit ich da verkaufe. Genau, aber ich würde sagen, alles andere machen wir in der nächsten Folge. Also danke euch fürs Zuschauen und dann bis dahin. Ciao, ciao.